Etwas Großes steht dir jetzt bevor. Ja, du kannst es spüren, es ist wie Magie. Alle Ängste, alle Sorgen, passt auf. Oh, die Pfoten! Jetzt bist du bereit für eine neue Zeit. Sterne weinen, du wackelst mit dem Schwanz und hast viel Spaß. Chi-Chi Love. Chi-Chi Love. Im Bekleidungsgeschäft. Ich finde es toll, dass wir uns alle zusammen heute hier im Bekleidungsgeschäft treffen konnten. Es wird so ein Spaß, die verschiedenen Kleidungsstücke anzuprobieren. Sieht toll aus, Rosie. Was ist denn los, Rocky? Oh, da ist ja ein großes Loch drin. Das ist eigenartig. Hat das jemand mit Absicht reingeschnitten? Probier was anderes an, Rocky. Brauchst du Hilfe, Chi-Chi? Oh, du willst den hier anprobieren? Aber wieso ist der denn auch kaputt? Das ist ja wirklich sehr eigenartig. ich denke nicht, dass dieses Kleid ein Loch haben soll, Chloe. Es tut mir leid, obwohl du darin super aussiehst. Ich frage mich ja, aus welchem Grund diese Kleidungsstücke durchlöchert und kaputt sind. Hier, für dich, Mr. Jinx. Sieht niedlich aus. Freunde, ihr müsst mir helfen, rauszufinden, was mit der ganzen Kleidung passiert ist. Geht und versucht, irgendeine Lösung für dieses Rätsel zu finden. Hoch die Pfoten! Wir haben ein Rätsel zu lösen. Klingt ganz nach einem Job für Geheimagenten. Finden wir raus, was mit der Kleidung passiert ist. Seht nur! Ein verdächtig aussehender Kerl ist gerade da drüben in die finstere Gasse gelaufen. Wir müssen ihn verfolgen. Meint ihr, dass das wirklich nötig ist? Oh. Verfolgen verdächtiges Objekt A in die Gasse. Oh. Was hast du gesagt? Hallo? Hallo? Oh. Was ist denn? Shh. Psst. Psst. Hä? Schönen guten Abend, verdächtiges Objekt A. Sie wissen vielleicht etwas über das Problem mit den Sachen im Bekleidungsgeschäft. Barry. Hm? Mein Name ist Barry und nicht verdächtiges Objekt A. Ja, schon klar. Und was ist mit all der Kleidung? Kleidung? Aha. Kleidung, sagen Sie also. Ja, welche Kleidung? Ha! Sie geben es zu. Tue ich das? Gestehen Sie! Ach, der weiß doch gar nicht. Woher weißt du das? Meine Schurkenanzeige sagt, er ist grün. Grün? Das heißt kein Schurke. Er ist unschuldig. Aber er sah ziemlich schuldig aus. Nein, sei er nicht. Los, kommt, wir gehen jetzt. So wie der vor uns wegrennt? Los, schnappen wir ihn! Wer davon rennt, hat etwas zu verstecken. Erwischt! Und? Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Lasst mich gehen. Wieso sollten wir das tun? Ja, genau. Sie können doch nicht einfach fremde Kleidungsstücke zerstören und damit davonkommen. Ich habe doch gar nichts zerstört. Ach nein? Wieso sind Sie dann weggerannt? Ich finde es eben toll, über Dächer zu springen und verfolgt zu werden. Ich tue das ständig. Ja, wenn das wahr ist, verschwenden wir hier absolut unsere Zeit. Nein, das war witzig. Das können wir gern wiederholen. Ja?
treffen wir uns morgen wieder hier. Klasse! Was? Nein! Entschuldigen Sie, Herr Schwein, aber wir haben ein wichtiges Rätsel zu lösen. Okay. Macht's gut! Wo finden wir denn ein paar waschechte Ganoven? Oh, ich weiß es! Los, kommt, Freunde! Gehen wir in den Saloon und verhaften ein paar Kleidungszerstörer. Hallo, ihr Ganoven. Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Aha, ein neuer Sheriff, sagst du? Haha, freut mich wirklich, dich kennenzulernen. Bitte, komm her und setz dich zu mir an die Bar. Ich will einfach alles über dich wissen. Ja? Trinkst du gern Limonade? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja. Wie heißt die Katze der Nachbarn deiner Oma? Hattest du jemals einen Goldfisch? Nein. Oh, ich hätte sehr gern etwas Limonade. Stopp! Ja? Wolltest du irgendwas sagen? Ja, wir wollen keine Limonade. Und die Katze der Nachbarn meiner Großmutter heißt Steve, aber darum geht es nicht. Nein? Nein, wir wollen nur darüber reden, wer für die Löcher verantwortlich ist und so all die Anziehsachen im Bekleidungsgeschäft zerstört. Das ist alles? Ja. Ja, das ist leicht. Es ist ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen? Ja, ein Mode-Eichhörnchen. Toll, danke. Wiedersehen. Meine Freunde, schön, dass ihr da seid. Seht nur, was ich gefunden habe, als ihr gerade weg wart. Ich habe unsere Kleidungszerstörerin gefunden. Ist sie nicht süß? Ich habe diesem kleinen Modeeichhörnchen verziehen, dass es die Kleidung ruiniert hat. Es tut mir nur schrecklich leid, dass ihr keine Möglichkeit gehabt habt, irgendwelche neuen Kleidungsstücke auszuprobieren. Musik.